Hier ist wieder der Testmischel von YouTube und heute stelle ich euch mal ein Yps-Magazin vor und zwar die Ausgabe 5 von 2015. Dann wünsche ich mir jetzt viel Spaß mit dem Video. Und da haben wir jetzt das Yps-Heftchen. Lange ist's her. So schaut's heutzutage aus. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die früher aussahen, als ich noch so ein kleiner Bub war. Wie gesagt, 35 Jahre ist es schon her. Ich bin jetzt 40 und ich habe mal schon die Alarmanlage für die Schublade und die packen wir jetzt mal aus. Was ich ein bisschen witzig finde, hier gibt es so einen kleinen Ratgeber zu Fallout 4, aber Fallout 4 ist eigentlich ab 18 und die Altersgruppe, die das Heft anspricht, ich glaube, die ist ein bisschen jünger wie 18, deswegen beißt sich das Ganze ein bisschen, macht aber nichts, also den Inhalt von dem Heft zeige ich es nicht, weil das würde, glaube ich, der Hersteller nicht so gut finden. Mir geht es ja mehr um die Alarmanlage, die hat man dann hier und die ist hier nochmal mit Klebepunkten festgemacht. Und wusstet ihr, dass es extra Firmen gibt, die nur diese Klebepunkte setzen und zum Beispiel dann hier diese Alarmanlage reinkleben oder dann zum Beispiel bei Computerzeitungen CDs oder sowas. Weil mein Bekannter, der kennt einen, der hat nämlich so eine Firma und der lässt das dann immer von anderen Leuten machen. Ja, ich habe das mal hier mit einem Messer entlang geschnitten, weil das Heft mit der Alarmanlage will ich nachher von meinem Vater, die Mieterin, die bei ihm im Haus wohnt, dessen Sohn schenken. Ich glaube, der ist 8 oder so. Da freut er sich bestimmt, weil ich kann es weniger gebrauchen. Ich will es euch nur mal vorstellen. Ja, hier haben wir jetzt die Alarmanlage. So schaut es aus. Ordentlich verarbeitet. Damit aktiviert ihr die Batterien. Zack, die drin ist. Und hier haben wir dann noch den An- und Ausschalter auf der Rückseite dann. Ja, wir sind hier mal auf Seite 16 des Yps-Heftes. Und da schauen wir doch mal, was die so Schönes schreiben. Halt den Dieb! Bei ihren Ermittlungen sind Detektive oft auf ihre Taschenhilfsmittel angewiesen. Die Alarmanlage mit dem Lichtsensor hilft zum Beispiel, Langfinger auf frischer Tat zu ertappen. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Gimmicks sind vielfältig. Die Handhabung dagegen ist denkbar einfach. Hier sieht man so einen alten Comic. Was sagt er da? Hey, warum gehst du nicht weiter? Geil, Darth Vader. Was hat er da in der Hand? Holzwurm Larven soll das wohl heißen. Also wollte er die Holzwurm Larven in diesen, was ist denn das, Gitarrenkoffer reintun. Aber da ist ja diese Alarmanlage drin und die ist dann angegangen. Oh, was steht hier noch Schönes? Aus heutiger Sicht ist es wohl vertretbar, das System der Alarmanlage aus Yps 369, also 369, als primitiv zu bezeichnen. Ein Luftballon, eine Dröte und eine Nylonschnur sollten damals Langfinger verscheuchen. Ihr habt ihr das? Uralte Yps. So, verscheuchen. Das war im November 1982. Fast genau 33 Jahre später ist die Technologie des aktuellen Gimmicks doch ein ganzes Stück fortgeschritten. Die Batterien, die du bitte noch besorgen musst, stimmt nicht, die sind nämlich mit dabei, versorgen einen Lichtsensor mit Strom. Der Alarm wird ausgelöst, sobald Licht auf den Sensor fällt. Ja, hier ist der Lautsprecher und dann haben wir hier den Lichtsensor. Ja, probieren wir das mal aus. Schalte ihn mal an. Und jetzt machen wir das Licht mal aus. So, jetzt ist er im Detektivmodus, sage ich jetzt mal. Jetzt machen wir das Licht mal an. Wo ist mein Lichtschalter? Ah, da. Ja, cool. Und dann geht er direkt an. Probieren wir noch was anderes aus. Langfinger, die ja, arbeiten ja gerne im Dunkeln und haben eine Taschenlampe dabei. So, seht ihr? Funktioniert wieder mit Taschenlampe. So, ich habe jetzt mal etwas in der Schublade versteckt. Und wenn jetzt der böse Dieb kommt, macht die Schublade auf. Zack, geht der Alarm direkt an.
Probieren wir nochmal aus. Ein bisschen warten. So, jetzt so. Das schüppelt auf. Zack. Cool, oder? Jetzt habe ich euch das Ips-Heftchen mit dem Gimmick 1271, also dieser Alarmanlage, auch mal kurz vorgestellt. War mal so ein kleiner Versuch von mir. Hat euch das Video gefallen? Interessiert euch Ips? Weil im Januar, schaut mal hier, und zwar am 14. Januar 2016, erscheint dieses schicke Auto in dem Ips-Heftchen. Das muss man zusammenbauen mit Aufziehmotor. Wenn euch die Videos gefallen, dann kann ich jetzt immer jeden Monat dann die Ips-Heftchen kaufen und euch dann die Gimmicks vorstellen. Das war wieder der Desmischel von YouTube und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.